Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Afghanistan-Krieg ist für die NATO verloren. Seit bald 20 Jahren stehen Soldaten des Militärpakts am Hindukusch. Die Sicherheitslage ist so schlecht wie nie. 51% des Landes werden von den Taliban kontrolliert. Soziales Elend und politische Unterdrückung durch eine korrupte Regierung haben das Land fest im Griff. Und trotzdem setzt die Koalition aus Union und SPD auf ein Weiter-so. Koste es, was es wolle, soll die Bundeswehr so lange in Afghanistan bleiben, solange die USA diesen verlorenen Krieg weiterführen wollen. Das darf nicht so weitergehen. Die deutschen Soldaten müssen sofort aus Afghanistan abgezogen werden. Und was haben Sie hier uns nicht alles erzählt, um was es bei dem Afghanistan-Krieg gehe? Um die Verteidigung Deutschlands am Hindukusch, ums Brunnenbohren, um die Befreiung der Frau. Das ist doch alles schlicht gelogen. Um all das ging es nachweislich nicht. Viele Afghanen sagen selbst ja, die geostrategisch wichtige Lage ihres Landes bringt ihnen nichts als Krieg. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Strack-Zimmermann. Ja. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie mir diese kurze Zwischenfrage erlauben. Gehe ich recht in der Annahme, wenn ich Ihnen jetzt gerade zugehört habe, dass Sie das Ansinnen von Trump, von dem ehemaligen US-Präsidenten Trump, gut gefunden hätten, Kopf über das Land zu verlassen? Und wollen Sie damit sagen, dass Sie eigentlich insgeheim ein großer Fan von der Politik von Donald Trump waren? Also im Gegensatz zu Ihnen sind wir ja auch kein Fan der NATO und haben uns eigentlich auch immer kritisch zu dieser Form von transatlantischen Beziehungen geäußert, ganz im Gegenteil zu Ihnen. Und die Linke ist seit 20 Jahren gegen diesen Afghanistan-Einsatz, weil wir von Anbeginn gesagt haben, wir können mit Militär die Situation nicht lösen. Das hören wir ja auch vom Außenminister Heiko Maas. Es gibt keine militärische Lösung für die Situation in Afghanistan. Und trotzdem wird jedes Jahr dieser Einsatz verlängert. Da sind wir völlig dagegen. Wir setzen uns dafür ein, dass es endlich wirklich politische Lösungen gefördert werden in diesem Land. Und wir haben es ja erlebt, geostrategisch geht es hier um viel, das sagen die Afghanen selbst. Jetzt werden hier neue Pirouetten gedreht, um den Einsatz weiterhin zu rechtfertigen. Aber nicht nur von der Koalition, mit dabei auch die Grünen. Sie fordern eine umfassende Bilanz des Krieges, ja, aber letztendlich verstecken sie mit der Kritik an einzelnen Dingen auch ihre Zustimmung zum Kriegseinsatz nach wie vor in Afghanistan. Sie zeigen, dass für sie regierungsfähig eben kriegsbereit heißt. Und im Bundestag stimmen sie dann jedes Mal etliche für den Bundeswehreinsatz, andere dagegen, andere enthalten sich. Aber man muss es festhalten, der Afghanistan-Krieg geht auch mit ihren Stimmen weiter. Und deshalb auch noch mal an SPD und Grüne, die diesen Kriegseinsatz ja begonnen hatten. Im Afghanistan-Krieg wurden nicht nur zu viele Fehler gemacht, wie Sie jetzt gerne vortragen und eine Bilanz fordern. Nein, der Krieg selbst war der Fehler. Und genau aus diesem Grund haben wir von Anfang an gegen diesen Krieg gestimmt. Er hat nämlich bis zu 180.000 Menschen das Leben gekostet, laut Iraq Body Count. Und mehr als 10 Milliarden wurden nur für den Bundeswehreinsatz verschlungen. Afghanistan hat das Bombardement von Kunduz übrigens 2009 auch gezeigt, bei dem bis zu 140 Zivilisten getötet wurden. Das ist auch Massenmord in deutschem Namen. Der verantwortliche Bundeswehroberst Klein wurde auch noch befördert. Eine Entschuldigung der Bundesregierung, geschweige denn Entschädigungszahlung, gibt es bis heute nicht. Es ist höchste Zeit zu sagen, Schluss damit. Es gibt keine Alternative zu einer politischen Lösung für dieses geschundene Land. Die Linke hat immer gegen diesen NATO-Krieg Position bezogen. Das gilt natürlich auch bezüglich Regierungsbeteiligung. An einer Regierung, die den NATO-Krieg weiterführen will, werden wir uns nicht beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hensel. Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka Brugger, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.